Geschnetzelte Hähnchenbrust 6 Eschile T2E1, erhellichem Batze mit Pfirsichspalten und Honig Rosmarin Rahmer passen gebratene Cucina Register Trademark Gnocchi. Zutaten für 4 Personen, mittlerer Punkt 2 Pfirsiche mittlerer Punkt 2 Schalotten mittlerer Punkt 1 rote Paprika mittlerer Punkt 550 Gramm Hähnchenbrustfilet Teilstück 4 Stück, mittlerer Punkt 1 2 Rosmarin mittlerer Punkt Salz mittlerer Punkt Le Gusto Register Trademark Pfeffer 1 TL Milfina Register Trademark Butter mittlerer Punkt 200 ml Milfina Register Trademark Schlagsahne mittlerer Punkt 1 TL Goldland Register Trademark Waldhonig. In der Dosierflasche mittlerer Punkt Zitrone Zubereitungszeit K 25 Minuten schwierig Mittelzubereitung, mittlerer Punkt Pfirsiche an der Spitze kreuzweise einritzen, in kochendes Wasser tauchen in kaltem Wasser abschrecken und die Haut abziehen. Halbieren entkernen und in je 8 Spalten teilen. Schalotter schälen und in kleine Würfel schneiden. Paprika waschen, halbieren. Das Samengehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden. Hähnchenbrustfilets in Streifen schneiden. Rosmarin waschen, trockenschütteln, Nadeln vom Stängel zupfen und fein hacken. Hähnchenbruststreifen mit Salz und Pfeffer würzen und zusammen mit den Schalotten und dem Paprikawürfeln in einer tiefen Pfanne in Butter anbraten. Pfirsichspalten, Rosmarin und Sahne hinzufügen und ca. 6 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Mit Honig, Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken. Nektarinen Chicore Salat Zutaten für 4 Personen, mittlerer Punkt 4 Zweige Rosmarin mittlerer Punkt 1-2 Punkt Petersilie mittlerer Punkt 4 Hähnchenbrustfilets 130 Gramm mittlerer Punkt Salz mittlerer Punkt 2 El scharfer Senf mittlerer Punkt Cantinelle Register Trademark Natives Olivenöl Extra mittlerer Punkt 2 Nektarinen mittlerer Punkt 12 Kirschtomaten mittlerer Punkt 2 Chicore mittlerer Punkt 20 Gartenkrone Register Trademark Hoji Blanca Oliven mittlerer Punkt 1 Zitrone mittlerer Punkt Le Gusto Register Trademark Pfeffer mittlerer Punkt nach Belieben, Sonnenblumenkerne R mit frisch PPGERO, stetem Graubrot servieren. Zubereitung, Rosmarin und Petersilie waschen und trockenschütteln, Nadeln vom Rosmarinzweig, Blätter vom Petersilienstängel zupfen und getrennt fein hacken. Hähnchenbrustfilets leicht salzen, mit Senf bestreichen und mit gehacktem Rosmarin bestreuen. Olivenöl bei kleiner Hitze in einer Pfanne erwärmen, die Hähnchenbrustfilets hineingeben und bei geschlossenem Deckel 10 Minuten garen. Nach 5 Minuten wenden. In der Zwischenzeit die Nektarinen waschen, entkernen und in Würfel schneiden. Kirschtomaten waschen und halbieren. Chicore waschen, den Strunkansatz herausschneiden und mundgerecht zerteilen. Oliven auf einem Sieb abtropfen lassen und in Ringe schneiden. Die vorbereiteten Zutaten zusammen mit der gehackten Petersilie in einer Schüssel vermischen. Zitrone auspressen. Aus 4 L Olivenöl, 2 L Zitronensaft, Salz und Pfeffer eine Salatsauce rühren und über die Zutaten gießen. Salat auf Tellern anrichten, Hähnchenbrustfilets aufschneiden und dekorativ zum Salat legen. Mit etwas Olivenöl beträufeln und nach Belieben mit Sonnenblumenkernen bestreuen. Gratinierte Minutenstegszubereitung, Backofen auf 230 Grad Celsius Umluft, 250 Grad Celsius Ober-, Strich Unterhitze, vorheizen. Gouda reiben. Pfirsich an der Spitze kreuzweise einritzen, 2 bis 3 Minuten in kochendes Wasser tauchen, in kaltem Wasser abschrecken und die Haut abziehen. Halbieren, den Kern entfernen und in kleine Würfel schneiden. Frühlingszwiebeln waschen, trockenschütteln und in Ringe schneiden. Sahne mit Curry. Salz und Pfeffer würzen und auf die Hälfte einkochen. Eine flache Auflaufform mit Butterfetten, die Steaks dachziegelartig hineinlegen, Frühlingszwiebeln und Pfirsichwürfel darauf verteilen, mit der Currysahne begießen, Käse darüber streuen und 15 Minuten im Backofen gratinieren. Quarkspeise mittlerer Punkt 4 reife Pfirsiche Pfirsiche waschen, halbieren, entkernen und in Würfel schneiden mittlerer Punkt 100 Gramm Svetlana Register Trademark Walnusskerne grob zerhacken.
Kalifornische Walnusskerne Sahne Steifschlagen mittlerer Punkt 150 ml Milfina Register Trademark Schlagsahne mittlerer Punkt 250 Gramm Milfina Register Trademark Speisequark 20% Fett ETR mittlerer Punkt 3 L Goldland Register Trademark Waldhonig. Karamellierte Nektarinen Dessert Snack für 4 Personen, mittlerer Punkt 2 Nektarinen mittlerer Punkt 2 Stängel frische Minze mittlerer Punkt 50 Gramm Zucker mittlerer Punkt 1 TL Milfina Register Trademark Butter mittlerer Punkt 200 ml Grand Dessert Register Trademark Premium Eiscreme, Walnusszubereitung, Nektarinen waschen, halbieren, den Stein entfernen und in schmale Spalten schneiden. Minze waschen trockenschütteln und die Blätter vom Stängel zupfen. Zucker mit der Butter erhitzen, bis der Zuckerbernstein farben wird. Die Nektarinen hinzufügen, durchschwenken. Deckel auflegen, vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Nektarinenspalten herausnehmen. Den Fruchtjuice mit dem Karamell nochmals erhitzen, bis sich das Karamell wieder auflöst. Nektarinenspalten zusammen mit je einer Kugel Walnusseis und den Minzblättern anrichten und den Karamellius darüber träufeln. Pfirsichsnoti Zutaten für 4 Personen, mittlerer Punkt 4 reife Pfirsiche mittlerer Punkt 1 Zitrone mittlerer Punkt 1 Banane mittlerer Punkt 100 Gramm Himbeeren mittlerer Punkt 1 bis 2 El Goldland Register Trademark Blütenhonig in der Dosierflasche mittlerer Punkt 200 ml Biofrischmilch 3,8% Fett mittlerer Punkt frische Minze zum Dekorieren Zubereitung. Pfirsiche an der Spitze kreuzweise einritzen, für 2 bis 3 Minuten in kochendes Wasser tauchen, in kaltem Wasser abschrecken, die Haut abziehen, halbieren und den Stein entfernen. Zitrone auspressen, Banane schälen und kleinschneiden, Himbeeren kurz waschen und abtropfen lassen. Die vorbereiteten Zutaten zusammen im Mixer pürieren, mit Honig süßen und mit der Milch zu einer geschmeidigen Konsistenz mixen. Nach Belieben mit Pfirsich Himbeerfruchtspieß und Minzblättchen dekorieren. Pfirsichkäsekuchen Pfirsiche an der Spitze kreuzweise einritzen, in kochendes Wasser, mittlerer Punkt 3 Pfirsiche sertauchen, in kaltem Wasser abschrecken, die Haut abziehen, mittlerer Punkt 150 Gramm weicher halbieren, den Stein entfernen und das Fruchtfleisch in Spalten Milfina Register Trademark Butter schneiden. Backofen auf 180 Grad Celsius Umluft, 200 Grad Celsius Ober-, Strich Unterhitze, 1 ungespritzte Zitrone vorheizen. Springform mit etwas weicher Butter fetten. Zitrone mittlerer Punkt 6 Bio-Eier heiß abwaschen, die Schale abreiben und die Zitrone auspressen mittlerer Punkt 2 Päckchen Backfamily Register Trademark Eier trennen. Butter mit Eigelben, Vanillinzucker und Zuckerschau-Vanillinzucker mitschlagen. Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen mittlerer Punkt 150 Gramm Zuckerspeisequark, Haschmand, Puddingpulver, Liker, Zitronensaft und mittlerer Punkt Salzschale mit dem Handmixer gründlich verrühren. Den Eischnee und mittlerer Punkt 500 Gramm Milfina Register Trademark Speisequark. Die Pfirsichspalten unterheben und die Masse in die Form füllen 20% Fett ETR mittlerer Punkt 450 Gramm Milfina Register Trademark Haschmand 60 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Nach 30 Minuten die mittlerer Punkt 2 Packungen Backfamily Register Trademark Hitze auf 160 Grad Celsius Umluft, 180 Grad Celsius Ober-, Strich Unterhitze, reduzieren. Puddingpulver, Vanillegeschmack im Backofen ausschalten und den Kuchenkart 20 Minuten im mittlerer Punkt 20 ml Meterhof Register Trademark ausgeschalteten Backofen ruhen lassen. Anschließend heraus Weinberg Pfirsichlikör, 18% voll nehmen und in der Form auskühlen lassen. Gambas mit katalanischer Soße eine getrocknete rote Chileschote eine große Scheibe Weißbrot ohne Rinde 3 bis 4 Tomaten eine kleine Zwiebel 3 Knoblauch 10 El Olivenöl 50 Gramm Mandeln, abgezogen, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 1-4 TL Rosenpaprikapulver 1
MSP gemahlener Koriander etwa 2 El Sherry Essig 12 Gambaschwänze mit Schale 1 El Öl, 1 El Butter 2 El trockener Sherry 2 Zweige Korianderwein Empfehlung, Vino Rosado für die Soße die getrocknete Chileschote in einem kleinen Topf mit heißem Wasser übergießen und 10 Minuten köcheln, anschließend noch ein wenig stehen lassen. Stiel und Samen entfernen. Das Brot würfeln. Die Tomaten mit heißem Wasser übergießen, häuten, entkernen und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen abziehen. Die Zwiebel würfeln 3 El Öl in einer Pfanne erhitzen und Mandeln mit Knoblauchzehen unterrühren leicht braten und herausnehmen 2 El Öl und die Brotwürfel hineingeben, goldgelb werden lassen und ebenfalls herausnehmen. Die Tomaten mit der Zwiebel in die Pfanne geben und einige Minuten scharf braten. Alle Zutaten im Mörser zerstoßen oder mit dem Mixer pürieren. Das restliche Öl nach und nach zugießen. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Koriander und Sherryessig abschmecken. Die Gambas abspielen, trocken tupfen und längs halbieren. Die Därme entfernen. Das Öl in einer sauberen Pfanne erhitzen. Die Butter hinzufügen und die Gambas auf jeder Seite 1 bis 2 Minuten braten. Gambas herausnehmen, warm stellen, den Bratensatz mit Sherry lösen. Mit Korianderblättchen garnieren und zusammen mit der katalanischen Soße auch. Gedämpfte Teigbeutel für den Teig das Mehl auf die Tischplatte 7, etwas aufhäufen und in die Mitte eine Mulde drücken. Ei, Öl und Salz hineingeben. Die Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Von innen nach außen vermischen und zu einem homogenen Teig verkneten. Der Teig sollte glatt und seidig sein. Die Teigkugel abgedeckt bei Zimmertemperatur 1-2 bis 1 Stunde ruhen lassen. Für die Füllung die Tongu-Pilze mit kochendem Wasser übergießen und 30 bis 40 Minuten quellen lassen. Die Garnelen sehr fein schneiden. Frühlingszwiebel und Koriander waschen und trocken tupfen. Die Frühlingszwiebel sehr fein schneiden. Die Blättchen des Korianders fein hacken. Die Pilzhüte ausdrücken und in winzige Stücke schneiden. Alles vermischen. Speisestärke und Sesamöl hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Teig dünn ausrollen und Quadrate von etwa 5 bis 6 cm Seitenlänge ausrollen. Jeweils 1 Teelöffel Füllmasse darauf geben und den Teig wie einen Beutel nach oben ziehen. In ein Bambuskörbchen geben und über Wasserdampf gar ziehen lassen. Das dauert etwa 8 bis 10 Minuten. In China werden nach altbewährten Rezepten kleine, in Teig gehüllte Bissen mit einer Unzahl verschiedener Füllungen hergestellt. Sie werden als Dim Sum in Restaurants serviert, man bekommt sie aber auch überall auf den Straßen von fliegenden Händlern angeboten. Eine weitere Variation für die Füllung kann gehacktes Schweinefleisch mit Pilzen, Chinakohl und Koriander sein, gut gewürzt mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer oder auch eine Mischung aus Schweinefleisch, Fisch, Garnelen, Frühlingszwiebeln, Ingwer und Knoblauch. Auch Wasserkastanien oder Bambussprossen sind eine beliebte Zutat. Tintenfisch in Wein 750 Gramm junger Tintenfisch, frisch oder tiefgekühlt 2 Zwiebeln 2 Knoblauchzehen 2 Tomaten 1 rote Paprikaschote 4 L Olivenöl 1 L Tomatenmargut 1-4 Liter Rotweinsalz frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 1-2 TL getrockneter Oregano 1 Lorbeerblatt 1 Nelke 1 Bund glatte Petersilie Tipp tiefgekühlten Tintenfisch 1 bis 2 Stunden bei Zimmertemperatur auftauen und in 5 bis 10 Minuten gar kochen. Weinempfehlung, griechischer Landwein, möglichst der gleiche, der zum Kochen genommen wurde. Den Tintenfisch gut waschen, aufschneiden und das Kalkblatt mit Eingeweiden und Tintenbeutel entfernen. Den Tintenfisch in einen Topf geben. Im eigenen Saft abgedeckt 20 Minuten garen, bis die Flüssigkeit ganz verdampft ist. Den Tintenfisch in Stücke schneiden, die Zwiebeln und die Knoblauchzehen abziehen. Die Zwiebeln würfeln und die Knoblauchzehen hacken. Die Tomaten überbrühen, häuten und hacken. Die Paprikaschote entkernen, von den Zwischenwänden befreien und in Streifen schneiden. Das Öl in einem Topf erhitzen, die Zwiebeln darin andünsten, Knoblauch, Paprikaschote, Tomaten, Tomatenmark und Tintenfisch hinzufügen. Mit dem Rotwein ablöschen.
mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Lorbeerblatt und Nelke hineingeben. Zugedeckt bei mäßiger Temperatur 11-2 Stunden garen. Das Lorbeerblatt und die Nelke entfernen. Die Petersilie hacken und unterrühren. In den Ländern rund um das Mittelmeer gehört Tintenfisch, der in zahlreichen Variationen zubereitet wird, auf den Speiseplan. Diese schmackhafte Vorspeise stammt aus der griechischen Inselwelt. Muschelcocktail: die Muscheln gründlich waschen und bürsten. Muscheln, die geöffnet sind, wegwerfen. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe abziehen. Die Zwiebel würfeln und die Knoblauchzehe zerdrücken. Die Tomaten überbrühen, häuten, entkernen und kleinschneiden. Die Petersilie waschen, die Blättchen von den Stielen zupfen und hacken. Etwa die Hälfte des Öls in einem großen Topf erhitzen. Die Zwiebel andünsten, Knoblauch, eine Tomate und Muscheln hinzufügen und mit dem Wein ablöschen. Salz, Pfeffer und Kräuter der Provence dazugeben, zugedeckt 5-7 Minuten kochen lassen. Den Topf einmal kräftig schütteln, damit alle Muscheln gleichzeitig garen und sich öffnen. Muscheln, die geschlossen bleiben, wegwerfen. Nach dem Abkühlen die Muscheln aus den Schalen lösen. Die Schalotte abziehen und fein hacken. Die Frühlingszwiebel waschen und in dünne Ringe schneiden. Die Minze waschen, die Blätter von den Stielen zupfen und hacken. Einige kleine Blättchen für die Garnitur zurückbehalten. Den Saft der Zitrone auspressen. Zitronensaft mit Salz und Pfeffer verrühren. Das restliche Olivenöl hinzufügen, eventuell noch ein Esslöffel Muschelsud. Die restliche Tomate mit der Minze, Schalotte und Frühlingszwiebel vermischen und dazugeben. Cocktailschalen mit einem Salatblatt auslegen, das Muschelfleisch hineingeben und mit der Salatsauce übergießen. Mit einem Minzblättchen garnieren. Dazu schmeckt Baguette. Den Muschelsud nicht wegschütten, denn daraus wird im Handumdrehen eine feine Suppe für zwei Personen. Dazu den Sud durch ein Tuch filtern, um mögliche Verunreinigungen wie Sand zurückzuhalten. Wieder in den gereinigten Topf geben, zum Kochen bringen und vom Herd nehmen. 150 ml Creme d'Oble mit 2 Eigelb verquirlen und unterrühren, in die Brühe geben. Nicht mehr kochen lassen. 100 Gramm Nordseekrabben hinzufügen, mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen und mit gehackter Petersilie oder Dill bestreut, servieren. Miesmuscheln im Teigmantel: 1 Kilogramm Miesmuscheln, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 große Tomate, 2 Zweige glatte Petersilie, 2-3 Olivenöl, 1-4 Liter trockener Weißweinsalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer für den Teigmantel. 40 Gramm Mehl, 4 trockener Weißwein, 4 Wasser, 1-2 Öl, Salz, Pfeffer, 3-4 Liter Öl zum Ausbacken der Muscheln, einige Salatblätter, eine Zitrone. Weinempfehlung: Grossplant von der Lore. Die Muscheln gründlich waschen und bürsten. Muscheln, die geöffnet sind, wegwerfen. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe abziehen. Die Zwiebel würfeln und die Knoblauchzehe zerdrücken. Die Tomate überbrühen, häuten und in Stücke schneiden. Die Petersilie waschen und hacken. Das Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und die Zwiebel andünsten. Nach 3 Minuten Knoblauch und Tomate hinzufügen, nach weiteren 3 Minuten Muscheln und Petersilien. Mit dem Wein ablöschen. Salzen, pfeffern und zugedeckt etwa 5-7 Minuten kochen lassen, bis sich die Muscheln öffnen. Während des Kochens den Topf kräftig schütteln, damit die